Ich bin Patricia Paffhausen. Ich habe im Jahrgang 2010 studiert und war 2013 im Schwerpunkt Internationales Handelsrecht. Ich bin seit 2018 Richterin am Landgericht in Hamburg und derzeit unter anderem in einer Zivilkammer tätig. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen dem Schwerpunkt und meiner richterlichen Tätigkeit. Ich würde sagen, am meisten profitiere ich von meinen Kenntnissen im internationalen Zivilverfahrensrecht, die ich mir im Schwerpunkt angeeignet habe. Als Richterin muss ich natürlich als allererstes immer meine Zuständigkeit prüfen. Und es kommt doch wirklich häufig vor, dass auch die internationale Zuständigkeit fraglich ist. Für viele ist das dann auch mal Neuland, EuGVVO oder was es da alles gibt. Und ich bin dann eigentlich immer froh und kann dann meine Kenntnisse aus dem Schwerpunkt einsetzen. Und ja, finde es super, wenn Sachverhalten internationalen Bezug hat. Ich wusste schon relativ früh, dass ich mal später was mit Prozessführung machen wollen würde. Und habe dann aber im REF gemerkt, dass mir Prozessführung auf Seiten des Gerichts sehr viel mehr Spaß macht als Prozessführung auf Seiten der Kanzleien. Deshalb bin ich dann zum Richterberuf gekommen und kann schon sagen, dass mich da auch der Schwerpunkt mitgeprägt hat. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass ich in der Praxis tatsächlich so häufig mit internationalen Sachverhalten zu tun habe. Ich habe mir damals im Schwerpunkt vorgestellt, dass das vielleicht eher so ist, wenn man in einer spezialisierten Kanzlei ist oder so. Aber nee, tatsächlich als normale Zivilrichterin hat man doch auch sehr häufig internationale Sachverhalte auf dem Tisch. Mich hat auf jeden Fall geprägt, dass ich während des Schwerpunkts das erste Mal auch wirklich wissenschaftlich gearbeitet habe. Und davon habe ich im weiteren Studium definitiv profitiert, dass ich endlich mal lernen konnte, wie macht man das, wie schreibt man so eine Seminararbeit. Auch später dann bei Veröffentlichungen immer an diese Zeit zurückgedacht habe. Also mir sind auf jeden Fall Highlights in Erinnerung geblieben aus der Zeit im Schwerpunkt. Natürlich die Fahrt nach Sylt und auch das Grillen bei Herrn Thorn ist auch unvergessen. Ich habe da jetzt neulich nochmal drüber nachgedacht und würde sagen, dass das Jahr im Schwerpunkt schon so die schönste Zeit war an der Law School. Für alle Studierenden, die jetzt überlegen, den Schwerpunkt zu wählen oder den Schwerpunkt schon gewählt haben, kann ich nur sagen, genießt die Zeit. Macht euch nicht verrückt mit den Seminararbeiten oder den Abschlussklausuren. Das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit. Und wenn ihr auf Sylt seid, solltet ihr unbedingt in die Nordsee springen, egal wie kalt es ist.